Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Demon Hunter. Mein Name ist Blackroach und ja, wie wir sehen, hat sich ein bisschen was getan. Ich habe mir gedacht, dass wir auf jeden Fall mal schauen, wie es mit der Rachsucht-Questreihe weitergeht. Und die habe ich jetzt leider schon angenommen. Und falls ihr euch fragt, woher die Gleven sind, die sind aus der Höllenfeuer-Zitadelle, laut meinen Infos. Ich dachte eigentlich, sie wären von Thron des Donners, aber wir können gleich mal genauer schauen, wenn ihr danach googeln möchtet. Und jetzt muss ich erstmal das UI wieder einblenden und schauen, ob ich immer noch aufnehme. Ich mache das jetzt mit einem anderen Programm, da muss ich ab und zu mal gucken. Deswegen, falls es da ein bisschen hakelt, tut mir leid. Also, die Gleven heißen in rein bespritztes Langschwert und laut meiner Information droppen die in der Höllenfeuer-Zitadelle. Aber ihr könnt euch selbst informieren darüber und ich finde, die sehen doch an einer Blutelfe oder an einem Nachtelfen weiblich doch hey, recht cool aus, sind halt gemobbt. Und ja, wir wollen aber jetzt loslegen mit auf der Jagd nach Macht. Sagt Ken Bescheid, wenn ihr nach einem weiteren Artefakt nachgehen wollt. Es gibt immer noch ein paar Klingen, die euch bei den bevorstehenden Kämpfen von großem Nutzen sein könnten. Ich kann euch darüber ins Bilde setzen, was wir wissen, wenn ihr ihnen nachgehen wollt. Ja, schauen wir uns die ganze Sache nochmal an. Nochmal, weil ich schon mal eine Aufnahme gemacht habe, angeblich. Die mächtigen Eldrachi gehörten zu den wenigen, die sich gegen die brennende Legion stellten. Sargeras selbst musste ihren größeren Helden töten und ergriff dabei auch dessen Kriegsklingen. Jetzt schwingt die verräterische Illidari Karrier, Dienerin von Qjain, die berüchtigte Klinge. Umso mehr Seelen sie damit fängt, desto stärker wird sie. Ja, das sind die. Verleiht die Fähigkeit Seelenschlitzen oder Schnitzen, die euer Ziel aufschlitzt, eben Feuerschaden zufügt und ihm geringe Seelenfragmente entreißt. Und seine Kriegsklingen häuten lauter als das Schlachtgetöse. Warte mal, jetzt habe ich was Falsches vorgelesen. Die Aldrachi waren ihr stolzes Volk, zu stolz, um zu dienen. Millionen von Dämonen starben, bevor die Aldrachi ausgelöscht wurden. Und nur Sargeras selbst verbrachte es, ihren König zu töten. Seine Kriegsklingen heulten lauter als das Schlachtgetöse und zerrissen jenen, der ihnen nahe kam. Jeder Dämon, den Tana bezwang, schien ihn mit neuer Lebenskraft und Stärke zu erfüllen. Er war eine Armee in sich selbst. Ich hatte den Anliegeneffekt vorgelesen. Egal. Ja. Einmal bitte umskillen. Ich habe das auch schon größtenteils so eingestellt, dass wir damit klarkommen. Daher, dass die andere Option oder die andere Aufnahme leider am Arsch war. Ja, dann gehen wir den Quest mal ab. Auf der Jagd nach Macht. Das halte ich für weise. Wir brauchen jede Waffe, der wir habhaft werden können, um die Legion ein für alle Mal zu vernichten. Der Gefallene. Karrier Teufelsseele war eine unserer Besten, bevor sie dem schändlichen Wärm der Legion nachgab. Ihre persönlichen Waffen sind die Kriegsklingen der Aldrachi, die seelenzerfetzenden Klingen des größten Champions dieser uralten Volkes, der sich nur Sargeras selbst geschlagen geben musste. Wir haben einen solchen Trupp entsandt, um Karrier aufzuspüren, aber wir haben schon länger nichts mehr von ihnen gehört. Jace ist fast fertig mit der Reparatur eines Teufelskommunikators, mit dem man Kontakt zu ihnen aufnehmen kann. Es fehlt nur noch eine Energiequelle. Könnt ihr vielleicht Khadgar um Hilfe bitten? Wir haben nicht viele Freunde auf dieser Welt. Fragt Khadgar nach einer Energiequelle für den Teufelskommunikator. Ja, dann müssen wir erstmal zurück nach Dalaran. Ah, okay. Das gefällt mir doch schon besser. Das erinnert mich an meinen Krieger mit dem Sprung. Damit kann ich umgehen. Da war dieser komische Charge vom DD immer ein bisschen merkwürdig. So, setzen wir mal auf und fragen mal Khadgar, ob er uns helfen kann, einen Teufelskommunikator zu basteln. Schauen wir mal. Ja, was wir danach machen, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, eigentlich müsste ich das Let's Play in den Kanal aufnehmen, weil ansonsten habe ich jetzt keine Alternative mehr zu Final Fantasy IX für die anderen Wochen. Andererseits, ich weiß nicht. Es ist halt alles ein bisschen langwierig. Ist ja toll. Es ist gut, euch zu sehen, Kimitsu, der Gefallene. Es ist schön, euch wiederzusehen. Wenn ich euch irgendwie dabei helfen kann, die Legion zu bekämpfen, lasst es mich einfach wissen. Bittet
Bittet und euch soll gegeben werden. Ein Legionskommunikator? Khadgar denkt einen Augenblick lang nach. Ich glaube, ich habe da oben in meiner Schließkiste etwas, das euch helfen könnte. Lasst euch eine kristallisierte Seele von Erzmagier Khadgar aushändigen. Falls die Voice ein bisschen zu leise ist, tut's mir leid. Aber ich wollte auch nicht wieder Rückkopplung haben, etc. Und ich hab's ja schon in Illidan gesehen. Dass es manchmal nicht so ganz gut klappt. Ich bin auch nicht dämonisch. Jetzt muss ich wieder zurück, oder was? Ich kann es wohl hier abgeben. Freunde helfen, helfe ich immer gern. Ihr hört einen schwachen Schrei tief im Inneren. Cool. Ihr müsst mir nicht danken, aber versprecht mir, dass ihr hier in der Stadt nichts versehentlich in die Luft jagt. Unsere aktuellen Reparaturkosten sind ohne uns schon gewaltig. Ich finde das so genial. Rückkehr Trusays. Diese kristallisierte Seele sollte den Kommunikator lang genug mit Energie versorgen, um eure Verbündeten zu erreichen. Aber passt bitte gut auf, Kimitsu. Wenn das Gerät aus den Beständen der Legion stammt, könnte es sein, dass auch seine Erschaffer eure Nachricht mithören können. Eure Verbündeten werden sicher schon ungeduldig auf eure Rückkehr warten. Kehrt zu Jays Düsterweber zurück. Das will ich nicht. Was hat er gesagt? Seid vorsichtig, Kimitsu, ihr bedient euch Magie, die selbst Illidan für gefährlich halten würde. Okay. Das ist überraschend. Die selbst Illidan für zu gefährlich halten würde. Achso, wegen dem Kontakt zur brennenden Legion. Aber hätten wir uns damals gegen Illidan entschieden, hätten wir dasselbe gewählt, weil gesagt wurde, es hat keinen Einfluss auf die Dämonenjäger-Questline, generell auf die Kampagne und alles, was dazugehört. Jetzt muss ich wieder gucken, ob ich noch aufnehme. Das ist manchmal nicht so schön. Ich muss da immer mal wieder gucken. Nein! Fick. Ich hätte da eigentlich hochgemusst. Ja gut, dann war das jetzt umsonst. Wir haben mal eine ganz kurze Reise zum Dämonenjägerportal gemacht, wobei... Wenn ich jetzt hier mal kurz runtergehe, da ist nämlich irgendwas... Seid grüß, Kimitsu. Ich schulde euch wohl keine Erklärung, wenn jemals etwas wie Vertrauen zwischen uns ja schon soll. Wo soll ich anfangen? Ich schätze, dass einiges, was zählt, war mein Kampf mit den Dämonen. Rasselik der Entweiher war ein Schreckenslord und mit der Eroberung der verwüsteten Lande beraubt. Betraut. Ich begab mich dorthin, um ihn aufzuhalten, aber die Dinge entwickelten sich nicht so, wie ich erwartet hatte. Letztendlich ergriff der Entweiher... Mach doch nicht so schnell. ...von mir Besitz und ich opferte mich im Gegenzug, um uns beide zu vernichten. Unsere Seelen waren einer bezauberten Klinge gefangen, verdammt zu ewigen Zweikampf. Einige Zeit später wurde die Klinge zerstört und unsere Seele wurde freigesetzt, nur um in dem... Nur um in den Wirbelnitter geschickt zu werden. Allerdings hat Rasselik eine sehr mächtige Dämonenseele. Wie bei vielen Schreckenslord bilden sich schließlich ein neuer Körper. Man sagt, dass man sie endgültig nur im Wirbelnitter töten kann. Das wissen wir ja schon.
In diesem neuen Körper liegen unsere Seelen immer in einem Konflikt. Die Kontrolle ist mein, zumindest die meiste Zeit. Aber es ist ein harter Kampf. Wir Dämonenjäger sind es gewohnt, unsere Innendämonen zu zügeln. Ehe wir uns versahen, wurden wir aus dem Wirbel netter geworfen, weil die brennende Legion uns zur Invasion von Izzaroth gerufen hatte. Am Teufelsfeuerstorstoß habe ich mein Bestes gegeben, um ihre Bemühungen zu unterbinden. Den Rest kennt ihr. Euer Champion kam und hat mich gefunden und hier bin ich nun. Ich werde euch mit Freunden dienen, wenn ihr mich wollt. Raseliks gesamte Erinnerung und all sein Wissen stehen mir zur Verfügung. Gestattet mir, euch im Krieg gegen die Legion zu unterstützen. Ah, okay. Nehme ich doch immer gerne. Also verstehe ich das jetzt richtig, dass Schreckenslords früher mal Demon Hunter waren oder nur er? Weil wir hatten das ja schon vorhin mal erlebt in einer vorherigen Episode von Let's Play Demon Hunter, dass so ein Demon Hunter getötet wurde und der wurde vielleicht dann ja in den Wirbel Nether zurückgeschickt und kam dann als Schreckenslord zurück. Ich habe keine Ahnung. Das klingt nach guten Neuigkeiten. Er trägt bereits zu unserer Sache bei und wir sind durch seine Hilfe viel stärker. Trotzdem hat er Raselig noch nicht völlig unter Kontrolle. Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir ihn in dieser Falle lassen, bis wir einen neuen Körper für ihn gefunden haben. Meint ihr nicht auch? Und wenn er ein zu großes Problem darstellen sollte, können wir auch noch andere Maßnahmen ergreifen. Mir ist das Gerücht zu Ohren... Mir ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass ihr den Versuch unternehmen wollt, mit Ilians untersterblicher Dämonenseele im Wirbel Nether Kontakt aufzunehmen. Ihr werdet viele magische Dinge benötigen. Ich habe mir die Mühe gemacht, eine Liste möglicher Gegenstände für euch aufzustellen. Ich hoffe sehr, dass sie nützlich sein wird, meine Hübsche. Benutzt die Speerkarte. Ah ja, okay, also hat das jetzt gar nichts mehr mit uns zu tun. Dann gehen wir mal zurück. Ich drück doch Alt. Passt. Da ist nicht das Portal, das ist spannend. Dann gehen wir hier hin. Gibt es hier nicht noch irgendwie einen Charge oder so? Feuerbrandaura, Metamorphose, ja, die will ich mir eigentlich noch nicht angucken. Will ich mir noch ein bisschen aufsparen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir... Ah ja, gut, passt. 13 Minuten. Ich hoffe nur, dass wir das noch hinkriegen. So, Jace, mein guter Freund. Wo ist er denn? Ach da. Blöd. Hat der Erzmagier uns weiterhelfen können? Ja klar. Jace wirft einen Blick auf die kristallisierte Seele. Ja, damit sollte es gehen. Setzt einfach die Energie frei, um den Kommunikator zu aktivieren. Das Gerät sollte schon so voreingestellt sein, dass es gleich mit Alaria und ihrer Einheit Kontakt aufnimmt. Wenn Karia da draußen ist, werden wir sie finden und für ihre Sünden büßen lassen. Aktiviert den Legionskommunikator, um seinen Bericht von Alari, der Seelenfresserin, zu erhalten. Sieht aus wie eine 3, aber ich kann mich irren. Nicht gut, das ist gar nicht gut. Du hast eine Idee? Na dann zeig mal her. Die Rache wird unser sein. Wir werden es nicht schaffen, unsere Truppen in die Nähe der verheerten Küste zu bringen, ohne abgeschossen zu werden. Ich denke, dass ihr diese Operation alleine durchführen solltet. Niemand von uns ist so kampferfahren wie ihr. Rettet nach Möglichkeit Alari und ihre Männer, aber erbeutet um jeden Preis die Kriegsklingen der Aldrachi. Denn diese Klingen sind kriegsentscheidender als das Fußvolk. Nehmt Karia Teufelsseele die Kriegsklingen der Aldrachi ab. Okay. Na dann fliegen wir mal rüber. Ja.
Wie gesagt, wenn ihr unbedingt noch ein bisschen was von der Kampagne miterleben wollt, von den Dämonenjägern, ich weiß es nicht. Wie gesagt, eigentlich eher nicht so mein Typ dafür, aber wie gesagt, eigentlich muss ich es machen, um meinen Kanal ein bisschen zu füllen. Mal schauen, ich werde es mir überlegen. Bei Zeiten. Vielleicht nicht jetzt. Wir machen erstmal das eine hier zu Ende und dann schauen wir mal, wie wir da weiter verfahren können in der Zukunft. Ja, aber ich bin alleine, das tut mir leid. Ich will dich aber nicht befreien. Vor allen Dingen, warum sind wir hier? Bist eine Bluthilfe, kann das sein? Ja, chill. Ich mach das schon. Aha. Interessant. Dann benutzen wir mal das Portal. Warum habe ich eigentlich nicht... Oh. Okay, der arbeitet auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich glaube, ich muss erstmal weitergehen, ne? So von der Spielweise gefällt er mir. Aber ich bin eigentlich nicht so der tinkende Typ, wenn ich ehrlich bin. Achso, das ist ein Spott. Okay. Ich habe mich doch bewegt. Was ist das hier eigentlich? Eine Woge der Teufelskraft erhöht eure... Achso, was defensiv ist. Okay. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ich das schon durchgelesen habe, aber... Das war ja was Defensives, ich erinnere mich. Ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen komplizierter, den zu spielen.
Sag mal, willst du denn? Ich hab da gar keine Zeit für dich. So, dann gehen wir mal weiter. Das hast du jetzt nicht gerechnet, war, dass ich hier gleich reinspringe. Gut, das war's dann wohl, was? Schneidet in die Seele eures Ziels, fügt ihm. Psst. Ja, psst. Wir warten noch kurz. Schneidet in die Seele eures Ziels, fügt ihm 64.000 Feuerschaden zu, sowie im Verlauf von 3 Sekunden zu sich 45 Feuerschaden zu. Sprengt sofort 2 geringe Seelenfragmente vom Ziel ab und alle 1 Sekunde je ein weiteres geringes Seelenfragment. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Dann können wir die Episode hier schon wieder fast beenden. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie wir das handeln in Zukunft weiterhin gehend. Eigentlich müsste ich das den Channel ein bisschen filmen mit Let's Plays, aber ja, es ist halt alles nicht ganz so einfach, leider Gottes. Es sind halt momentan wieder zu viele Dinge auf einmal. Ich habe ein bisschen geschlafen mit Vorproduktion und ja, das merkt man dann auf einmal. Jetzt muss ich dahin. Na gut, wenn ihr das unbedingt möchtet, dass ich dahin gehe. Wir schauen uns dann gleich noch nach der Questabgabe mal an, wie die Metamorphosenform aussieht. Vom Rachsucht-Demon Hunter. Aber ich denke, damit werde ich nicht auf den grünen Zweig kommen wie vom DD. Vor allen Dingen, die Artefaktwaffe sieht halt auch kacke aus. Nein. Der andere Quest, bitte. Was ist mit den anderen? Sind sie... Ich verstehe, sie haben ihr Leben nicht umsonst geopfert. Die Kriegsklingen werden ganz sicher den Ausgang des Krieges entscheiden. Das war's. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch nach unten. Schauen uns die ganzen einzelnen Skins mal an von der Artefaktwaffe. Huch. Entweder scroll ich zu nah oder zu weit weg. Da muss ich. So. Vorlagen. Ja, das sind jetzt die, die wir jetzt schon gesehen haben. Die gibt es halt in 4 unterschiedlichen Farben, wie wir es schon kennen. Dreht euch mal ein bisschen schneller. Dann haben wir die. Und nochmal die, die mir eigentlich fast mit am besten gefallen. Die sehen echt geil aus. Ruhm des Helden von Legion. Ja. Mystisch 15. Ja, Gleichgewicht der Kräfte. Ist ja alles toll. Erhöht den von Seelenspalter verursachten Schaden um 10%, erhöht den verursachten Schaden von Inferno-Einschlag um 5%. Nach dem Einsatz von Dämonenstachel wird euer Parierchance 3 Sekunden lang um zusätzlich 10% erhöht. Erhöht den durch Metamorphosen gewonnene maximale Gesundheit um 5%. Jedes verfesselte Seelenfragment verringert 4 Sekunden lang euren erlittenen Schaden um 3%. Seelenspalten heilt euch zusätzlich um 3%, wird die maximale Gesundheit um 1%, während eure Gesundheit unter 50% liegt, wird die Chance von Abscheren ein geringes Seelenfragment vom Ziel abzuspalten um 5% erhöht. Erhöht den verursachten Schaden von Abscheren um 3%. Zauberschutze aufladen erhöht jetzt 10 Sekunden lang eure Beweglichkeit um bis zu 15% basierend auf dem während der Effektdauer erlittenen Magieschaden. Flammendes Brandmal erhöht zusätzlich euer
dem Ziel zugefügten Feuerschaden um 10%, erhöht die Dauer von Flammen des Brandmauer um 2 Sekunden, erhöht den verursachten Schaden von Feuerbrandauer um 3%, erhöht eure Parierchance um 1%, ihr heilt euch um 15% eures verursachten Feuerschadens. Jedes Mal, wenn ihr ein Seelfragment aufzehrt, besteht eine Chance, dass sie für 5 Sekunden Metamorphose aktiviert wird. Ja, gut, dann schauen wir uns mal die Metaform an, würde ich sagen. Naja. Ich finde die DD-Form irgendwie hübscher. Die hat zwar auch ihre Spezialität, aber ich fand die DD-Form doch ein bisschen schöner, muss ich ehrlich gestehen. Aber das mag ja jeder sehen, wie er es möchte, nicht wahr? Hier ist nichts. Gut. Ja, wie gesagt, ich weiß es noch nicht, wie ich das genau handhaben werde. Ob ich dann bei Zeiten ein Let's Play davon mache oder nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich würde sagen, bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Ich werde mir Gedanken machen, was als nächstes kommt. Es wird ja auf jeden Fall noch ein Video kommen, nämlich die Auswertung vom Demon Hunter auf Level 110. Das auf jeden Fall. Und ansonsten wird man es halt mal bei Zeiten sehen, ob wie und warum, ob sich das lohnt. Schauen wir mal. Bis dahin ist aber, wie gesagt, noch ein bisschen was hin. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an diesem Punkte von euch. Ich wünsche euch alles Gute, tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich denke mal, wir machen ein Let's Play, aber werde ich mal drüber schlafen. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Blackwitch und bis dahin, ja, haut rein und ciao!